haben uns bei der Kids Austria Messe in Salzburg die Tragen von Ergo Baby ein wenig näher angesehen. Was sofort auffällt, ist, dass es wirklich eine irrsinnig große Auswahl an verschiedenen Farben und Mustern gibt. Also ich denke, da ist wirklich für jede Mama etwas dabei und man kann das Kind ganz, ganz stylisch tragen und sich seine ganz individuelle Trage selbst aussuchen. Egal ob Junge oder Mädchen, ob blau, schwarz oder rosa, ich glaube, da ist wirklich für jeden etwas dabei. Und die Tragen, die uns besonders interessiert haben, waren die Performance-Tragen, da Kai ja schon größer ist und ich wusste es selbst nicht, aber die kann man bis zu einem Gewicht von 20 Kilogramm verwenden, was natürlich genial ist. Was ihr hier seht, sind noch andere Sachen von Ergo Baby. Es gibt sogar für Kinder eine Babytrage zum Spielen und es gibt diese Neugeborenen-Einsätze, damit man die Trage auch schon ab Geburt verwenden kann, denn sonst verwendet man sie erst ab dem dritten Monat. Es gibt auch ein Stillkissen von Ergo Baby, aber da ich nicht mehr stille, war das jetzt nicht mehr allzu interessant für mich, aber vielleicht für die ein oder andere von euch. Hier wird mir gezeigt, wie man diese Ergo Baby Trage anwendet, wie man die anzieht und ich war echt erstaunt, dass das recht einfach ist und ich denke, mit ein wenig Übung bekommt man das wirklich sehr gut hin. Und auch vor allem alleine. Wir hatten ja ein Tragetuch für Kai und ich war absolut keine Tragemama, weil ich einfach, ja, ich mochte das Gefühl nicht. Mir war das irgendwie mit dem Wickeln, das Tuch war so lang, ich mochte es einfach nicht. Aber so eine Trage hätte mir wirklich sehr gut gefallen und wenn ich wieder ein Kind bekomme, möchte ich auf jeden Fall so eine Ergo-Baby-Trage haben, weil ich die wirklich sehr genial finde. Wir sind aber auch auf der Suche nach einer Trage gewesen, jetzt für Kai und auch für nächstes Jahr, wenn wir wandern gehen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und ich wollte keine so Kraxe haben, also bei uns heißt es so einen großen Rucksack, einfach weil ich den kaum ins Auto bekomme und der total unpraktisch ist. Und deshalb hat es mir wirklich sehr gut gefallen, dass man die Ergo Baby Tragen bis zu 20 Kilo nutzen kann, wusste ich überhaupt nicht und wie gesagt, das finde ich wirklich super, weil das dann doch eine Anschaffung ist, die man länger benutzt und eben hier haben wir dann das Modell Performance angeschaut, einfach weil das einen breiteren Bund hat und ja, sich das Gewicht vom Kind besser verlagert, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob man ein Kind mit 4 Kilo trägt oder ein Kind mit 12 Kilo, so wie Kai es zurzeit ist. Man kann die Ergo Baby Trage am Bauch tragen, aber auch auf der Hüfte, wie es hier gezeigt wird, und am Rücken. Und ich hatte eben die Frage, wie ich das mache, dass ich das Kind auf den Rücken binde. Und das zeigt mir der nette Herr von Ergo Baby hier jetzt in diesem Clip. Wir sind schon länger auf der Suche nach einer Trage für Kai, da er jetzt 15 Monate alt ist und Papa Birdie möchte öfters wandern gehen und mit dem Kinderwagen ist es nicht so ideal. Jetzt haben wir uns wirklich ausführlich beraten lassen und dieses Modell wäre zum Beispiel super geeignet für unseren, ja, für unsere Anforderungen. Für Kai, das ist der Ergo Baby. Ergo Baby. Was ist das für ein Ja. Also dieses Modell wäre super geeignet. Für diese Zwecke hat hier sogar eine Tasche. Und das wäre was für uns.
hoffe, das Video war interessant für euch. Danke fürs Zusehen.